Bestimme die kartesische Gleichung der Ebene Alpha so, dass Alpha den Punkt A mit Koordinate 1, 3, minus 2 enthält, Alpha parallel zur Geraden D ist mit Gleichungen x plus 1 auf 3 gleich y plus 2 auf 2 gleich z minus 1 auf 3 und Alpha senkrecht zur Ebene Beta ist mit Gleichung 2x minus 3y plus 2z gleich 1. Wir skizzieren diese Situation, um zu sehen, was zu tun ist. Hier ist die Ebene Alpha, deren kartesische Gleichung wir suchen. Diese Ebene Alpha enthält diesen Punkt A, dessen Koordinate angegeben ist. Das ist die Gerade D, die parallel zu Alpha ist und die diese zwei Gleichungen als kartesische Gleichungen hat. Das ist die Ebene Beta, die senkrecht ist zur Ebene Alpha und diese Ebene Beta hat diese kartesische Gleichung. Um die kartesische Gleichung von Alpha zu erstellen, bräuchten wir einen Punkt von Alpha und zwei Richtungsvektoren von Alpha. Einen Punkt haben wir, das ist dieser angegebene Punkt A. Da die Gerade D parallel zu Alpha ist, ist jeder Richtungsvektor von D automatisch Richtungsvektor von Alpha. Und als Richtungsvektor von D können wir den Vektor nehmen mit Koordinate 3, 2, 3. Also diesen. Da die Ebene Beta senkrecht zur Ebene Alpha ist, ist jeder Normalvektor von Beta automatisch Richtungsvektor von Alpha. Und als Normalvektor von Beta können wir den Vektor nehmen mit Koordinate 2, minus 3, 2, also diesen da. Somit haben wir einen Punkt von Alpha und zwei nicht-kollineare Richtungsvektoren von Alpha. Also können wir die kartesische Gleichung von Alpha so erstellen. Die Gleichung ist diese Determinante gleich 0. Die erste Spalte dieser Determinanten ist gebildet durch die Koordinate von einem beliebigen Punkt von Alpha, also x, y, z, dann minus, 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 die Koordinate von einem Punkt von Alpha, also nehmen wir hier die Koordinate 1, 3, minus 2. 1, 3, minus 2. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor von Alpha, also hier durch 3, 2, 3, 3, 2, 3. Und die dritte Spalte ist gebildet durch die Koordinate eines zweiten Richtungsvektors von Alpha, der aber nicht kollinear mit diesem ist. Hier haben wir die Koordinate von diesem Vektor n eingetragen, 2, minus 3, 2. 2, minus 3, 2. Um diese Determinante zu berechnen, können wir von der ersten Zeile die dritte Zeile abziehen und so erscheinen in der ersten Zeile zwei Nullen. Die Determinante haben wir also schnell berechnet durch die Minore der ersten Zeile. So finden wir, dass dieses Produkt 0 ergeben muss, also ist 13 mal diese Klammer 0, das heißt, diese Klammer ist gleich 0. Und so haben wir die kartesische Gleichung von Alpha schon gefunden. Es ist x minus z minus 3 gleich 0.